Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich wohne seit 10 Jahren in der Schweiz, in Basel, ursprünglich aus Bonn, also nicht zu weit weg, mehr oder weniger native. Ich war 15 Jahre in Amerika. Ein Großteil meines Business ist auf Englisch, also wenn ich ab und zu ein bisschen Englisch abgleite, bitte nicht übel nehmen, das ist nicht Absicht. Ich habe eine eigene Wolke, Gerd Cloud, da können Sie nachher meine Präsentation runterladen, als auch meine gratis Bücher und diverse andere Präsentationen und Apps und so weiter. Einfach gerdcloud.com und jederzeit das dort runterladen. Kurz, was ich mache, meine Firma The Futures Agency, die Zukunftsagentur, berät Firmen, um neue Szenarien zu entwickeln für das, was in 3 bis 5 Jahren auf uns zukommt. Unser Motto ist, it wasn't raining when Noah built the ark. Das ist, glaube ich, beschreibt unsere Kunden sehr gut. Wir haben über 100 verschiedene Technologiefirmen, Venture Capital Firmen, Konzerne, Marken und so, die quasi rückwärts von 5 Jahren neu bestimmen wollen, was sie machen. Mal mehr erfolgreich als anders. Wir haben früher mal mit Sony Music gearbeitet, das war offensichtlich nicht so erfolgreich. Aber es gibt andere interessante Stories, die ich auch nachher mit Ihnen teilen will. Meine Webseite futurewithgerd.com und meine Twitter-Feeds, G. Leonhard und der Futurist ist mein deutscher Feed. Ich will erstmal anfangen an dem Punkt, wo wir sagen, okay, was macht eigentlich ein Zukunftsforscher, also ein Futurist? Es gibt kein richtig gutes deutsches Wort dafür. Das Beste ist wirklich das französische Wort, la prospective, also die Perspektive von der Zukunft. Aber hier gehe ich mal zurück auf 1946, Arthur C. Clarke, der uns sagt, was ein Futurist eigentlich machen sollte. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. So, if what I say now seems to you to be very reasonable, then I'll fail completely. Only if what I tell you appears absolutely unbelievable have we any chance of visualizing the future as it really will happen. Also er ist offensichtlich nicht aus Deutschland, aber eine wichtige Frage, ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr unreasonable, also ein bisschen mehr risikobereit sind, glaube ich, wäre das nicht schlecht für uns, vor allem bei den Themen, die wir heute alle gesehen haben. Ich glaube, wir können nicht sagen, dass viele Startups überhaupt anfangen würden, wenn sie nicht unreasonable oder sogar naiv wären, wie wir das früher gesehen haben. Wichtiger Punkt ist auch hier ein Snapshot aus der Tokio Metro. Die Zukunft ist nicht überall gleich. Also was jetzt hier in Deutschland funktioniert, muss noch lange nicht in Korea funktionieren oder andersrum oder in Amerika. Es gibt Windows für alles. In Tokio dürfen Sie nicht die Zeitung ausfalten auf der Subway, weil man darf nur das Handy benutzen. Deswegen werde ich Ihnen heute auch keine Rezepte geben können. Leid, es mir tut, mit wenigen Ausnahmen vielleicht. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, bin nicht dafür da, Ihnen Rezepte zu geben, sondern Ideen. Die Grafiken kennen Sie alle. E-Commerce weiß jeder, ist natürlich zum radikalen Wachstum angetreten. Das sehen wir auf diesem Chart von Morgan Stanley. Ein wichtiger Punkt hier ist 1 Trillion in 2016, sagt Morgan Stanley für E-Commerce. Wichtiger Punkt dabei ist, deswegen auch die erste Präsentation ganz interessant, Personal Data is the new all of the Internet. Das kommt nicht von mir, zum Glück. Ich habe es mir ein bisschen angeeignet, aber das schwirrt seit ungefähr 7 Jahren, 8 Jahren schon auf dem Internet. Mittlerweile ist es tatsächlich wahr geworden. Unsere Daten sind mehr wert als Öl. Unsere Wirtschaft fährt nicht mehr auf Öl, sondern auf Daten. Das sehen wir jetzt weltweit in allen möglichen Dingen, ob es Banking ist, Insurance, Health, Energy, oder ob es eben bei E-Commerce ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass wir Art wie Mauna Kea, das ist der größte Berg der Welt, nicht Mount Everest, sondern Mauna Kea in Hawaii, nur der größte Teil von diesem Berg ist unter Wasser. Wir sind bei E-Commerce noch an dem Punkt, wo wir sagen, der größte Teil von dem, was wir machen können, ist noch unter Wasser. Das ist der interessante Teil, glaube ich. Wir sind also an dem Punkt, wo wir sagen, wir machen jetzt schon eigentlich ganz viel Geld damit und viele Ideen sind schon ganz gut realisiert, aber was unten drunter kommt in den nächsten 5 Jahren, ist nochmal 90% obendrauf. Auch die sogenannten Other 3 Billion, Brasilien, Russland, Indien, China, die online gehen, die natürlich zu diesem Trend dazu beitragen. Ein Großteil ist also immer noch unter der Oberfläche. Da stellt sich eigentlich für mich die folgende Frage. Wenn ich das anschaue, was bei Tengelmann passiert mit den ganzen Aktivitäten, die ich sehr interessant finde, auch vorher nicht so genau wusste, dass sie existieren, aber jetzt weiß ich es. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Sind wir eigentlich Market Makers? Wie LinkedIn oder Amazon Kindle? Sind wir Market Waiters? Das sind wir meistens in der Schweiz. Also ich bin jetzt auch Schweizer geworden, mit zweiter Staatsbürgerschaft. Da sind wir Market Waiters. Never be first.
oder sind wir Market Takers? Das ist teuer. Sie müssen sich aussuchen, wo Sie genau sind. Ich glaube ganz sicherlich, dass die Zukunft dazu führt, dass durch das, die Geschwindigkeit, die ansteigt und die globale Konkurrenz, die wir sehen, dass wir Market Maker werden müssen. Maker im Sinne von etwas ganz Neues kreieren. LinkedIn wusste nicht, dass sie mit diesem Service den großen Pool für HR-Resources weltweit errichten. Das ist einfach so nebenher auch mit entstanden. Jeff Bezos wusste nicht, dass er mit dem Kindle eine Plattform schafft, wo Leute früher oder später mehr Kindle-Bücher kaufen, als sie im Druck kaufen. Dafür hat er dann 10 Milliarden Dollar investiert. Also da ist eine ganz wichtige Frage, was glauben wir eigentlich, was die Zukunft bringt? Und hier ist ein kurzer Trailer, der das darstellt, was eigentlich genau das Thema ist hier. Again, this is the USS Montana requesting that you immediately divert your course 15 degrees to the north to avoid a collision. Over. Please divert your course 15 degrees to the south to avoid collision. This is Captain Hancock. You will divert your course. Over. Negative, Captain. I'm not moving anything. Change your course. Over. So, this is the USS Montana, the second largest vessel in the North Atlantic Fleet. You will change course 15 degrees north, or I will be forced to take measures to ensure the safety of this ship. Over. This is a lighthouse, mate. It's your call. Yeah. Es stellt sich raus, dass es kein anderes Schiff war. Was ich damit sagen will, ist, glaube ich, dass unsere Annahmen, was wir annehmen, bestimmt unsere Zukunft. Unser Glauben, in Anführungsstrichen. Ich habe jahrelang im Musikbusiness gearbeitet und dort gab es einen zentralen Glauben, nämlich der Glaube war, wenn Leute eine Kopie machen können, ohne dass sie autorisiert sind, dann haben wir kein Business mehr. Stellt sich raus, wrong story. 71% Verlust von Einnahmen in Recorded Music in 10 Jahren aufgrund einer falschen Annahme. Noch viele andere Gründe. Ich simplifiziere jetzt natürlich. Aber was sind unsere Annahmen, was Verkaufen betrifft, was Commerce betrifft, was überhaupt die Zukunft betrifft? Deswegen habe ich mal kurz was zusammengestellt, was meine Annahmen sind. Vielleicht sagen Sie mir, ob Sie einverstanden sind damit oder nicht. Superschnelles Internet, Low-Cost, Low-Touch-Smartphones. In Indien $30 für ein Tablet, ein AA-Cash-Tablet. Kindle wird gratis werden in den nächsten paar Jahren. Tablets werden auf 10 Euro fallen. Pro Device, natürlich auch umsonst mit Sponsorship und so weiter. Ein Tsunami von neuen Technologien. Internet of Things, Machine to Machine, Intelligent Agents, Robotics, Augmented Reality. Sachen, die Sie alle anhören wie Star Trek, aber die wirklich langsam Realität werden. Das sehen wir auch in den ganzen Pitches, die wir gesehen haben. Location Technologies ist die neue SMS. Also alles, was mit Location zu tun hat, wird so normal wie eine SMS zu schicken. Wenn wir uns das vorstellen mit 5 Milliarden Menschen, können wir sagen, also da gibt es natürlich gewaltige Gelegenheiten, aber auch gewaltige Minenfelder, wie wir da hineinkommen können. Geld wird digital, virtuell, peer-to-peer und flüssig. Geld ist nicht mehr das in 5 Jahren, was wir heute als Cash empfinden. Einziges Problem für uns in Europa, Privatsphäre. Ich will nicht, dass mein ganzes Geld mit jedem Mal, wo ich hingehe, getrackt wird. Das ist aber unser Problem in Europa. Globale Consumerization of IT, immer mehr Leute, die Zugang zu Technologien haben, die früher der Präsident von Amerika benutzt hat vor 15 Jahren. Wie Ray Kurzweil sagt, more information than the President of America 15 years ago. Die anderen 3 Milliarden kommen online und zwar sehr schnell. Die Sprache ist kein Hindernis bald mehr. Über automatische Sprachübersetzung, Grenzen bedeuten immer weniger und wie Marshall McLuhan sagt, Global Village. Diese Global Villager hat er darüber geredet, 1971 hat er Facebook beschrieben. Das ist de facto unser Global Village. Aber jetzt ist diese Global Village auch natürlich, wie auch schon gesagt hat von Marshall McLuhan, da geht es natürlich auch recht chaotisch zu, weil es so viele Stimmen sind. Das heißt, das ist die Herausforderung, auch das zu regeln, die Globalisierung aller Services. Alles Business wird sozial. Alles Business war schon immer sozial. Aber jetzt finden wir raus, dass das, was auf, zwischen Kids und Jugendlichen passiert, ist jetzt auch auf LinkedIn zwischen Geschäften funktioniert zum Beispiel. Der soziale Klebstoff, der dazu führt, dass man eine Transaktion tätigt. Meritocracy, der Fluch der Güte.
Man kann nichts mehr tun, ohne wirklich gut zu sein. Früher war das kein Problem, ich konnte ein Rockstar werden, ohne wirklich gut zu sein. Ich habe es versucht, nicht geschafft. Aber dieser Trend, der wird ganz ausgesucht, Publicity und ganz wichtig, Aufmerksamkeit schlägt Vertrieb. Wir haben heute Morgen gehört, dass natürlich der Vertrieb auch eine große Herausforderung ist. Aber im Endeffekt geht es nicht darum, dass jemand was kaufen kann, das Problem lässt sich lösen, sondern welcher Marke, welchem Produkt er Aufmerksamkeit schenkt. Big Data, letzter Punkt, Sustainable wird zum globalen Standard. Wie wir auch mit der Kaffeevorstellung heute gesehen haben, das kommt auch ganz sicherlich in den nächsten paar Jahren. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden, das sind meine Assumptions jetzt über die Zukunft, können wir gleich debattieren. Auf alle Fälle, es gibt eine Slideshow von Mary Meagher, kennen Sie vielleicht jedes Jahr, Internet, State of the Internet Slides, können Sie runterladen, Mary Meagher, kleiner Perkins. Sie sagt, dass jetzt alles momentan in Reimagination stattfindet, in Neuerfindung von fast allen Komponenten von Kaufen und Shopping. Fast allen. Geld, Devices, Connectivity, Crowdsourcing, Intellectual Property. Diese ganzen Bereiche werden alle komplett neu erfunden durch Technologien und eben den Behavior Change, den Wandel, den wir dort sehen, deswegen. Ich glaube, Shopping as usual ist mehr oder weniger tot. Deswegen sind wir ja auch hier. Shopping as usual ist bald vorbei, weil diese Art von Shopping, die wir damals gemacht haben, bevor es das Internet gab oder am Anfang vom Internet, war so nicht vorgesehen in dem Bereich, wo wir gesagt haben, digital, ganz klar, sehen wir Dinge wie Kreditkarten und Square und Shoppinglist und Apps und Multiscreen-Shopping, das haben wir ja alles heute schon mal durchgesehen und soziales Television. Virtual Robots und solche Gelegenheiten, sich virtuell anzuziehen. eBay-Apps mit dem Fernseher. Shopping mit Twitter und so weiter, das kennen Sie ja alles schon. Aber Shopping as usual, glaube ich, ist auch deswegen vorbei, weil die BRIC-Countries und die sogenannten Civits, also China, Indonesia, nicht China, Colombia, Indonesia, Venezuela und andere, auch dort in diesem Rennen jetzt einsteigen. Was es bedeutet, sich zu verknüpfen und etwas zu kaufen und etwas anzuschauen auf dem Web. Shopping as usual ist bald vorbei. Gutes Wort von Reed Hastings, der CEO von Netflix. Netflix kennen Sie vielleicht, den Movie Service für $10, Unlimited, 37 Millionen Subscriber weltweit. Reed redet von Managed Dissatisfaction. Die Medienbranche hat bisher so funktioniert, dass sie gesagt hat, wenn uns das gelingt, die Leute zu behalten, obwohl sie nicht zufrieden sind, können wir mit dieser Spannung Geld verdienen. Siehe Kabelfernsehen, siehe Telekom, siehe Musikfirmen, siehe iTunes. Managed Dissatisfaction, also eine gemanagte Unzufriedenheit. Und das war okay bis jetzt. Wenn wir uns das Telekom-Business anschauen, können wir sagen, bis eigentlich vor ein paar Jahren war es grundsätzlich so, dass Leute eigentlich alle ihren Telekom-Provider gehasst haben. Aber irgendwie sind wir gemanagt worden. Jetzt können wir sehen, dass es ganz klar soweit ist, dass Amazon zum Beispiel genau das Gegenteil sagt und sagt, es ist Customer Delight, den Kunden zu beschenken. Das ist ja Zappos Strategie. Ja. Managed Dissatisfaction ist bald nicht mehr überlebensfähig. Wie gesagt, zum Beispiel in der Schweiz hat Swisscom Mobile, ich wohne in der Schweiz, endlich vor 2 Monaten entschlossen, dass sie aufhören müssen, uns über den Tisch zu ziehen mit Gebühren, den höchsten Telefongebühren der Welt. Und eine Flatrate angeboten haben, Natal Infinity, die innerhalb von 6 Wochen 1 Million Subscriber hat. Also der Unterschied zwischen wirklich Customer Delight oder Managed Dissatisfaction, der ist gigantisch. Und ich würde sagen, dass fast noch 90% aller Firmen, die Dinge auf dem Netz anbieten, immer noch Managed Dissatisfaction betreiben. Weil es immer noch geht. Und ich glaube, da werden wir einen riesigen Wandel sehen. Business as usual, finde ich, liegt im Sterben. Das ist ja last not least auch überall zu sehen. Also die Diskussion über die Zukunft des Kapitalismus und so weiter und so fort, auf die will ich jetzt nicht eingehen, das würde noch ein paar Stunden dauern. Aber in der Schweiz hat das Volk gerade entschieden und gewählt, dass Executive Pay limitiert wird, in der Schweiz. Und andere Entscheidungen, das ganze Thema Sustainability, People, Planet, Profit. Ich glaube, dass wir da schon sehen müssen, dass Business as usual sich ändert und ich nenne es manchmal auch das Ende des Lügens. Also wenn wir uns anschauen, was auf dem Netz passiert, wie Firmen transparent werden
Und wie alles im Endeffekt, was wir tun als Executives, überall getrackt wird, wie wir einander anschauen auf LinkedIn, bevor wir zum Meeting gehen, schaue ich nach, wer Sie sind, welche Schule Sie gegangen sind. Also diese Nacktheit, ja, wie man sagt, von Firmen, glaube ich, bedeuten im Endeffekt auch wirklich das Ende des Marketings, was nicht wirklich stimmt, das Ende des Lügens. Wichtiges Beispiel, glaube ich, ist, was Facebook macht. Facebook hat eine sehr interessante Entscheidung getroffen, nämlich wirklich das radikal neu zu finden, was es heißt, Leute zu verknüpfen. Und ich glaube, Facebook wird uns zeigen, wie Social Shopping tatsächlich in einem mehr oder weniger Closed System funktionieren kann. Drei Beispiele: mit Free Phone Calls in Amerika können Sie bereits gratis telefonieren über Facebook, über Ihre Mobile App. Das wird noch eine Weile dauern hier. The Graph Search und Facebook Gifts. Facebook sagt, dass sie pro Jahr erwarten, dass sie mit Facebook Gifts, wo man zusammen ein Geschenk kaufen kann für jemand Drittes, über 5 Milliarden Dollar verdienen werden. Also Social Gifting, Collective Gifting. Und das Facebook-Symptom ist dabei, dass sie gesagt haben, wir haben keine Angst, unser Geschäftsmodell neu zu überdenken. 4 Tage bevor Facebook an die Börse gegangen ist, hat General Motors gesagt, wir steigen aus bei Facebook. Der Grund war nicht, weil das nicht funktioniert, sondern weil General Motors gesagt hat, wir wollen, dass wenn unsere Werbung kommt, dass der ganze Bildschirm mit unserer Werbung gefüllt wird, wie auf dem Fernseher. Und da hat Facebook gesagt, das machen wir hier nicht, weil das funktioniert nicht für unsere User. Das funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, Facebook hat gesagt, wir lassen das lieber und erfinden das ganz neu, wie Werbung funktioniert. Und das ist ein wichtiger Teil. Also ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass in der Zukunft die erfolgreichen Modelle davon ausgehen, dass sie nur in digitalen Medien erstmal funktionieren können, weil sie native sind. Ich habe gleich ein paar Beispiele dazu. Wir leben also jetzt in einer Welt von Konvergenz. Und wenn man sich anschaut, wie unsere Kinder zum Beispiel damit umgehen, für die ist das ganz normal, dass sie gleichzeitig auf dem iPhone sind und auf dem Tablet und SMS verschicken und Fernsehen gucken und Hausaufgaben machen und noch eine Pizza essen. Das ist für uns anders. Ich glaube, dass wir da sehen müssen, dass diese Konvergenz von Retail, Shopping, Commerce, diese Stränge, die da mit dranhängen, ja? Big Data, Social Local, Consumption Habits, Mobile Money, Over-the-Top Television. Diese Konvergenz ist für uns anstrengend. Weil wir haben früher gesagt, ja, wir wollen ja nur was verkaufen. Ich weiß noch, vor 10 Jahren, wo ich für Musikfirmen gearbeitet habe, um das Internet irgendwie fruchtbar zu machen, wo der CEO einer großen Record Company zu mir gesagt hat, we don't give a shit about talking to people, they just buy the music. Hat aber nicht funktioniert irgendwie. Ich glaube, in dieser Konvergenz liegt unheimlich viel Power für unsere Zukunft, wo wir schauen müssen, wie genau können wir konvergent tätig sein, wie genau können wir Multiplattform sein, wie dieses kurze Video von Ericsson zeigt. Multiplattform-Konvergenz ist eigentlich jetzt schon hier, aber das etwas futuristische Video zeigt, was das genau bedeutet, wie wir zusammen mit Geräten und Devices unsere Daten, unsere Assets teilen, unsere Shopping-Baskets und so weiter und so fort. Können Sie auf YouTube nachsehen. Wichtiger Punkt, nicht nur Multi-Device, sondern Multi-Data-Convergence. Die Daten, die wir auf verschiedenen Plätzen haben, auf Google, auf Facebook, auf Search, auf Mobile, auf Locations, auf Apps, die können jetzt, wie dieser Graph von IBM zeigt, total zusammengemischt werden und ganz radikal neue Dinge erzeugen. Dort ist natürlich auch die Gefahr von Abuse oder von Themen, die wir eigentlich nicht so gerne public hätten, dass sie herauskommen, auch relativ groß. Wir sehen aber die totale Vernetzung, Verschmelzung von Fernsehen, Internet, Mobile, Social, Cloud. Wir reden ja heute von Internet immer noch sowas, wo man so einen Schalter umlegen muss, ja, sagen wir, dass man online ist oder sowas. Ich glaube, das ist in den nächsten paar Jahren ganz klar, das ist wie Wasser, wie Luft, wie Elektrizität. Ich gehe auch nicht aufs Klo hier und tue meine Kreditkarte zum Abspülen hinein. Ja. Das Wasser ist einfach da. Und ähnlich wird es beim Internet auch sein, dass diese Verschmelzung dazu führt, dass wir das als normal empfinden, dass es alles funktioniert. Das Verschmelzen von Broadcasting, also von Fernsehen, und Broadbanding, was ich als Broadbanding bezeichne. Und darin liegt genau für mich die Zukunft von dieser Idee von Shopping Basket. Was genau bedeutet das, wenn ich Broadcaster habe, die top-down natürlich und zentralisiert sind und Social, die genau das Gegenteil sind? Diese Überlappung führt ganz eindeutig zu einem wichtigen Symptom, nämlich absolute User Empowerment. Und das ist unser Schicksal.
Zu sagen, dass wir einfach nur was verkaufen wollen und dass es so besser geht für uns, wird uns nicht wesentlich weiterhelfen. Die Regeln der Musikbranche wurden schon vor 10 Jahren gelegt, nämlich von den Usern. Und jetzt zum Beispiel gibt es Spotify oder Simfy, die diese Regeln auch endlich reflektieren. Aber das Verschmelzen von diesen zwei Dingen wird in der Zukunft radikale Veränderungen von Geschäftsmodellen und auch von anderen Bereichen, die darum liegen, mit sich bringen. Wir sehen auch diese Konvergenz von Augmented Reality und Real Life, wie zum Beispiel dieses Video hier von Leia uns zeigt, wo Sie eine Zeitung lesen können und gleichzeitig Augmented Data abrufen können. Das ist L-A-Y-A-R, layer.com, wo also die normale Zeitung es ermöglicht, dass ich quasi Augmented Reality Daten abrufe und dann darüber interagiere und teile mit den anderen interaktive Anzeigen erstelle. Als Beispiel von Konvergenz. Wir haben es eben bereits gesehen, das Thema Social TV. Wenn wir uns anschauen, was da passiert, das ist wirklich die Neuerfindung des Fernsehens. Und für viele Fernsehproduzenten und Fernsehkanäle ist das Thema TV-Commerce direkt nach dem Thema Werbung das Thema Nummer eins. Was genau passiert da, wenn TV-Sender und Over-the-Top-Video-Anbieter auch Retailer werden? Diese Plattformen werden jetzt auf einmal interaktiv. Connected Television, Second Screen, klingt alles noch ein bisschen geeky und so, aber in 2 bis 3 Jahren ist das normal, dass ich mit dem Fernsehen rede und sage, bring up product. Und er zeigt mir genau die Daten von dem, was im Film ist. Ein wichtiger Punkt dabei ist, glaube ich, den wir schon noch lernen müssen auch, ist, dass es dem Konsumenten jetzt erstmal um Interaktion geht und dann erst um die Transaktion. Es gibt viele Beispiele dazu, zum Beispiel Oreo Cookies, die auf Facebook eine riesige Galerie gebildet haben von Kunstwerken, die mit Cookies gemacht sind. Um auszudrücken, dass sie die Marke gut finden und was man damit alles machen kann. Dieser Gedanke zu sagen, dass wir erstmal darauf basieren, dass Leute direkt durchklicken und kaufen, der Buy Now-Button wird ersetzt werden durch den Engage Now-Button. Und dann erst den Buy Now-Button. Ich glaube, dass wir da ganz klar sehen müssen, dass es da schon noch ein bisschen mehr braucht. Ich glaube, dass wir in dieser Konvergenz von Online und Offline in den nächsten 5 Jahren dramatische neue Ideen schöpfen können, denn die Zukunft ist nicht entweder oder, ist beides. Also wir leben jetzt in einer Und-Welt, nicht in einer Entweder-Oder-Welt. Das passiert alles im Parallel. Wir schauen normales Fernsehen, wir schauen Netflix, wir schauen iTunes, wir hören Musik auf Spotify, wir laden sie so runter, wir machen BitTorrent oder wie auch immer. Das passiert alles parallel. Ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, diese Überlappung, die wir da sehen, zum Beispiel beim Shopping, dass man in den Laden gehen kann und sich anziehen kann und das tweeten kann und Leute geben dann Feedback, ob ich es kaufen soll oder nicht. Mache ich jeden Tag, aber zum Beispiel Ducati, die eine Verkaufsmaßnahme haben mit einem iPad, wo Leute ihre Motorräder zusammenstellen können und das auch veröffentlichen können. Diese totale Online-Offline-Überlappung, das ist das, wo es hingeht in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Ich glaube, dass wir da nochmal auf den anfänglichen das Bild zurückkommen können und sagen, ganz klar, da ist also noch eine Menge Land unten drunter. Und eins ist ganz wichtig da, dass wir in dieser Welt, die wir uns angewöhnt haben, in dieser Welt von Silos bisher gelebt haben. Also wir machen E-Commerce und die machen Telekom und die anderen machen Marketing. Und das ist alles so in eigenen Bereichen. Ich glaube, dass das Ende der Silos ist für uns. Wie wir auch schon gesehen haben in den ganzen Diskussionen, es geht nicht mehr nur um diese Themen zu sagen, wie mache ich einen besseren Shopping-Basket oder wie mache ich diesen Prozess schneller oder wie auch immer. Neue Rollen zu füllen, wie zum Beispiel Kentucky Fried Chicken, ist in Indonesien der größte Verkäufer von Musik. Weil alle lieben Kentucky Fried Chicken in Indonesien und die verkaufen am meisten Musik im Bundle mit Hamburgern und mit Chicken. Ja. Neue Rollen auszufüllen, das wird halt dahin kommen, dass wir sagen, viele von den Silos werden auseinanderfallen. Werden nicht mehr funktionieren. Das ist auch genau das Problem natürlich der Verlagsbranche, dass sie in diesem Silo sind, wo ansonsten nicht viel drumherum ist. Das ist also ein Thema, was ganz klar in den nächsten paar Jahren kommen wird. Für Startups bedeutet das eben oft auch, eine Art von Hintertür zu finden. Also eine Tür, wo man sagt, wir gehen nicht vorne rein, weil das wäre zu schwierig oder müsste man zu viel aufbieten, sondern man findet eine Backdoor, wie zum Beispiel Airbnb, die dieses Potenzial gesehen haben von
Plätzen, wo man übernachten kann, die eigentlich verfügbar sind. Und diese über diesen Teilmechanismus auf einmal entdeckt haben und jetzt sich zur großen Konkurrenz für Hotels und so weiter entwickelt haben, also eine Backdoor zu finden. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil der Investitionsstrategien. Wir sehen natürlich hier, dass wir jetzt in 2013 schon ganz gut unterwegs sind. Wir surfen hier eigentlich schon ganz gut auf dieser Welle von Social Local Mobile. Aber die richtige Revolution, die kommt erst noch. Der Tornado ist noch da hinten. In den nächsten paar Jahren, wo wir sagen müssen, 5 years from now, you will be able to touch through your phone. Computers will be able to not only look at images, but understand them. Computers will hear what matters. The computer system will know what I like to eat better than I do. Computers will have a sense of smell. Es gibt eine ganze Serie davon von IBM, aber in den nächsten 5 Jahren werden technologische Evolutionen, zum Beispiel Touchscreen und Gestures und Augmented Reality, so normal werden wie vor ein paar Jahren SMS oder E-Mail. Da sehen wir ganz klar Augmented Reality, Telepresence, was auch zum Alltag werden wird, Robotics, Holograms, Automatic Translation. Klingt alles ein bisschen wie Science Fiction, aber Google Glass, ich habe es bereits selber ausprobiert, ist interessant, also bestimmt sozial gesehen nicht unbedingt förderlich für den Familienzusammenhalt, aber ansonsten ganz interessant. Wir sehen, dass auch Internettechnologien jetzt radikal Einzug nehmen in die physische Welt. In Korea werden die Schüler bereits unterrichtet von Robotern, die ihnen Englisch beibringen. Ja. Mit dieser App können sie ihr Haus regulieren, wenn sie unterwegs sind. Ja. Sie können sagen, wie warm es sein soll, welche Fenster auf und zu gehen sollen. Mit diesem Ding, was ich hier gerade anhabe, das ist der Jawbone App, nennt sich das. Damit können Sie messen, wie viel Sie sich bewegen. Das ist dieses Teil hier. Und dann können Sie auf der iPhone-App sehen, wie ungesund Sie leben. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch eigentlich. Aber das nennt man also diese Art von Quantified Self. Ja. Das sind Technologien, die auf einmal ganz andere Dinge möglich machen, die wirklich in die physische Welt Einzug nehmen. Wie zum Beispiel Monitoring. Internet of Things. Sie kennen das vielleicht von Matrix. Ja, wo sie ein Programm runterlädt, wo sie den Helikopter fliegen kann, was sie vorher nicht konnte. Da sind wir noch eine Weile weg, aber mit dem Internet of Things können wir Dinge rausfinden, die vorher unmöglich waren. Wer fährt wann wohin? Welche Energiekosten können wir sparen? Google sagt, dass sie mit dem Self-Driving Car 90% aller Energiekosten zum Commuting sparen können und über 85% aller Todesfälle im Verkehr lösen können. 90% der Kosten. Da müssen wir sagen, ganz klar, Artificial Intelligence wird überall und ich würde Sie ermuntern, dass Sie schauen, wie Artificial Intelligence in Ihrem Business benutzt werden kann. Das ist ein Riesenthema, glaube ich, wo wir ganz klar sehen müssen, dass es darum geht, irgendwie Digital Native zu sein. Also ausgehend von dem, was wir jetzt haben, nicht das obendrauf zu fropfen. Davon auszugehen, dass wir alle Social, Local, Mobile connected sind, wie man hier mit diesen Apps sieht, über Taxi in New York, wo Sie direkt ein Taxi über eine App bestellen können, Shopkick oder Last Hotel Tonight, wo Sie Hotel buchen können für ein Viertel der Kosten am gleichen Tag über eine App. Also Digital Native, das müssen wir uns überlegen. Was bedeutet das für uns, für unser Business, Digital Native zu sein? Zum Beispiel Smartbook ist eine Initiative von McGraw-Hill. Das ist eine App, die lernt, in welcher Geschwindigkeit ich lerne, und verändert ihr Programm, wie ich lese und was ich sehe, mit dem, wie ich das beantworte und wie ich mich mit der App unterhalte. Also ist nicht fest programmiert, sondern ist eine Art von Artificial Intelligence, die es mir erlaubt, eben so genau zu lernen, wie es mir am besten passt, inklusive mehrerer Sprachen. Und das ist nur natürlich digital möglich. Ich glaube, dass wir jetzt, ähnlich wie das Bild hier, mit Shopping und Commerce ein ganz neues Ökosystem aufbauen. Ein Ökosystem heißt gegenseitige Abhängigkeit. Also heißt das in diesem System, einer vom anderen, es gibt große Fische, kleine Fische, aber es ist ein Ökosystem. Und wenn die Haie aussterben, dann sterben auch die anderen aus. Also das heißt, wir haben hier ein System, was interaktiv, interdependent ist. Social, Local, Mobile, Video, Cloud und Data. Money. Deswegen auch Amazon vor ein paar Tagen diese Currency an den Markt gebracht haben, weil diese Currency wird uns erlauben, dieses Geld wird uns erlauben, in diesem Ökosystem einander zu bezahlen, in der gleichen Art und Weise, wie wir es sonst tun, nämlich über Capital. Pervasive Mobile Connectivity,
also überall connected zu sein, wird natürlich auch dramatische Veränderungen unserer Kultur zur Folge haben. Das ist ganz klar, zum Beispiel, wenn ich meinen Arzt auf dem Internet bewerten kann, dann wird es in der Schweiz sicherlich nicht unbedingt positiv bewertet werden. Ich war neulich beim Zahnarzt und wir hatten einen großen Konflikt über dieses Thema, ob ich autorisiert bin, was über ihn zu sagen auf dem Internet. Schwierige Frage, aber unser gesamtes Konsumverhalten ändert sich deswegen, weil wir auf einmal mobile connected sind. Edward Elton sagt, the real revolution for smartphones is about fulfilling a whole new set of needs. Also eine ganz neue Art von Need, die wir mit der Connectivity lösen können. Also nicht das, was wir früher als Problem hatten, sondern ganz neue Themen auf einmal. Themen, die nur da möglich sind, zum Beispiel Mobile Sharing, Car Sharing, Auto in der Wolke. Das Thema zum Beispiel, wie ich mit anderen Leuten Autos teile, geht überhaupt nur deswegen, weil wir connected sind. Das Auto ist connected, wir sind connected, wir können es finden, wir können mit der App einsteigen und so weiter und so fort. Das geht überhaupt nur, weil es dort native digital ist. Ich habe eben schon Jeff Bezos erwähnt. Ich glaube, dass es jetzt darum geht, dass wir den Hebel umlegen und sagen, es geht nicht mehr um sustaining innovation, also Innovation, die vielleicht für große Firmen so eine Art von Schutzwall einzieht. Ja. Es geht um offensive innovation, aggressive disruptive innovation. Nicht nur mehr einfach eine Verbesserung der Dinge für den User, sondern radikal Verhaltensänderung. Der Kindle war ja eine Verhaltensänderung. Wenn Sie sehen zum Beispiel, Sie haben wahrscheinlich, viele von Ihnen haben wahrscheinlich ein Kindle. Die Verhaltensänderung besteht darin, dass wir sagen, ja, ich konnte ja früher nur 3 oder 4 Bücher mitnehmen aufs Flugzeug. Jetzt habe ich auf meinem Kindle 146 Bücher in meiner Schlange. Die Verhaltensänderung ist einfach zu sagen, das will ich lesen, klick. Das kommt dann auf meinen Kindle, der wird deswegen nicht schwerer. Mein Verhalten hat sich geändert, wie ich das konsume, aber auch wie ich es vorrätig halte. Die Verhaltensänderung, glaube ich, das ist das, was wir wirklich wollen. Wir müssen uns darüber klar sein, dass mobile Geräte jetzt eigentlich schon eine Art von externes Gehirn sind. Das ist schon in gewisser Weise besorgniserregend, vor allen Dingen, wenn wir es zu viel benutzen. Aber wenn Sie jetzt in eine Bar gehen abends, in jedem Hotel, wo man ist, früher haben Männer sich über Autos oder Frauen oder wie auch immer unterhalten. Ja, und heute sagen sie, welche Apps hast du? Diskussion geht heute über unser externes Gehirn. Und wenn es darüber geht zu entscheiden, welche Hauptstadt von Kasachstan ist falsch oder richtig, schaut mal kurz auf Wikipedia nach. Das heißt, auf einmal werden diese Geräte eine Art von Funktion, die wir uns vorher gar nicht zugetraut hätten. Und diese Consumerization von Themen, die früher wirklich nur IT-Leute wussten, was es eigentlich ist, das kann jetzt ein 14-Jähriger, das kann ein 4-Jähriger mit dem iPad. Ich glaube, das ist, you ain't seen nothing yet, ich glaube, dass wir da in den nächsten paar Jahren nochmal dramatisch sehen werden, was in Developing Countries abgeht. Und ganz sicherlich auch so, dass eigentlich alles in die Wolke zieht. Alles. Unsere Gesundheitsdaten, unsere Filme, unsere Shopping Records, unser Geld, unsere Musik, unsere Bücher, unsere Ausbildung, Education, Universities, alles in die Wolke zieht. Was das genau bedeutet für Commerce, können Sie sich ausmalen. Denn in dieser Wolke können wir natürlich dramatisch neue Verbindungen schaffen zwischen diesen Bereichen. Wir können dramatisch neue Geschäftsmodelle entwickeln, wie zum Beispiel Verlage ganz klar jetzt auch schauen, ob sie auch selber E-Commerce machen können und nicht nur einfach den Klick weiterreichen. Also ganz klar neue Rollen dann entstehen, wo wir sagen, okay, in dieser Welt, wo zum Beispiel das ZDF oder der BBC nur eine App ist auf meinem Bildschirm. Ich meine, jetzt ist Kabelfernsehen und dann habe ich auch Apple TV, muss ich umschalten, aber früher oder später wird alles auf einer Screen sein. Und das ZDF ist eine von diesen Apps. In dem Moment kann man sagen, Aufmerksamkeit zählt so viel wie Verfügbarkeit. Es gibt ein tolles Buch dazu, zu diesem Thema Likeonomics, von einem Kollegen von mir, was Sie lesen sollten zu diesem Thema, wie genau das funktioniert. Ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen, in developed countries Aufmerksamkeit schlägt Verfügbarkeit. Das ist sicherlich in Kolumbien oder so anders, weil da muss man erstmal Verfügbarkeit haben, dass man das Produkt überhaupt kriegen kann. Das ist sicherlich eine andere Frage. Wir können auch sagen, dass es eigentlich in diesem uralten Wandel von Network Paradigms, das ist 1965, Paul Barron, der sagt, dass wir eigentlich in unserer Gesellschaft weiterziehen von dieser Idee von zentralisiert zu dezentralisiert
zu vernetzt, also die Networked Society. Dass wir sagen können, im Retail ist es eigentlich ganz genau ähnlich. Wir haben den Laden, der ist zentralisiert natürlich. Wir haben Online-Retail, früher. Und wir haben Social Local Cloud Peer-to-Peer-Retail, wie zum Beispiel Etsy, kennen Sie wahrscheinlich, vernetzter verkauft oder Facebook Gifts, was überhaupt nur möglich ist durch diese Vernetzung. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo wir sagen, diese Paradigmen treffen aufeinander. Ich nenne das manchmal locked, loose und liquid. Und hier ist die Herausforderung, es ist eben nicht entweder oder. Man kann durchaus in diesen drei Welten parallel existieren. In locked und loose und liquid. Aber wo genau und wie genau, das, glaube ich, bleibt die Herausforderung. Aber ich glaube ganz sicherlich, wenn es darum geht, Social Shopping zu definieren in der Zukunft, da geht es natürlich um Netzwerkeffekte. Und wir können keine Netzwerkeffekte erschließen, wenn wir gleichzeitig das Netzwerk kontrollieren wollen, wenn wir jede einzelne Äußerung, jeden Kommentar in das Netzwerk besitzen wollen, in Anführungsstrichen. Das ist das Google-Problem natürlich, auch das Facebook-Problem. Wir werden also in den nächsten paar Jahren massive Mensch- und Maschine-Revolutionen erleben. Wir sehen auch sicherlich heute schon, dass es besorgniserregend ist, wenn unsere Kinder zu viel am Handy unterwegs sind, wenn wir Abendessen wollen oder sowas. Das sind triviale Themen im Vergleich mit dem, was wir in der Zukunft erleben werden. Zum Beispiel ultra-smart virtual electronic agents, wo ich mich in einem virtuellen Fitting Room anziehen lassen kann und kann schauen, wie die Farben bei mir aussehen. Das sind Technologien, die sicherlich dazu führen, dass Leute auch vernetzt werden und sich das zeigen können. Disney zum Beispiel hat bereits Armbänder entwickelt, wo sie im Funpark das tragen können und da können Sie alle Informationen speichern oder das auf Facebook teilen oder Coupons sammeln mit einem Art von Radio Frequency ID Chip und so weiter. O-Power macht es möglich, dass ich von der Ferne aus meine Aircondition und meine Heizung steuere, wenn ich unterwegs bin. Moneypenny macht das mit Geld. Und so, glaube ich, werden also wirklich auch radikale Herausforderungen wachsen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, zu sagen, welche sozial-kulturellen Dinge verändern sich da. Da geht es nicht nur natürlich um mehr Verkaufen, sondern auch um die Frage, was erzeugt das für ein Umfeld. Hier ist ein kurzer Trailer dazu. Patrick? Oh, hi. Hi, Daphne, how are you? Sorry. It's okay. You look great. Thank you. Love your jacket. Thanks. It's a sports jacket, so it's a lot less official than it looks. What do you mean? Sorry? What's the difference between a sports jacket and a normal one? I guess a sports jacket is for people who want to look good even when they're chased by the police. Anyway, I hope you're hungry. This place has the best burgers in town. Oh. Actually, I'm vegetarian. Oh. Yeah. Really? Because you didn't say it on your profile. So. Ja, also das ist nicht weit entfernt von unserer Realität. In Japan ist das bereits gang und gäbe, dass Sie beim Dating Ihr Social Network Profile scannen. Ich glaube, dieser Gedanke zu sagen, dass unsere persönlichen Daten so verfügbar sind, der ist für einige akzeptabel, für andere nicht. Aber natürlich ist er eben auch die Basis für Commerce. Wenn das System nicht weiß, wer ich bin, kann das System ja auch nichts empfehlen. Das ist halt Matrix, on the grid, off the grid. Die kennen das Problem. Ich glaube, dass jetzt auch sogar noch weitergeht und zum Beispiel das Thema wie zum Beispiel diese App hier, das ist die, wie heißt sie noch, Leap Motion, die dafür sorgt, dass wir Computing machen können, ohne dass wir Maus oder Keyboard benutzen können. Was das genau bedeutet zum Beispiel, ist, dass dieser kleine Apparat, der da unten drunter sitzt, können Sie jetzt nicht sehen, uns erlaubt eben mit Gestures den Computer zu kontrollieren, dass der uns natürlich auch scannt in gewisser Weise. Intel hat eine Technologie entwickelt. Wenn Sie es erlauben, wird Intel die Kamera benutzen auf dem Fernseher und Ihr Gesicht einscannen und gucken, ob Sie happy sind oder nicht und überlegen, ob Sie vielleicht dort andere Werbung schalten, wenn Sie älter sind oder männlich oder weiblich und die ganze Werbung zu verändern. Das hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt diese Daten benutzen können und Real-Time-Analysis machen können. Es gibt bereits natürlich diverse Versuche wie Stock-Tweets, wo Sie hingehen können und wo Twitter Ihnen sagt, welche Börsenentwicklung morgen am wichtigsten ist. Da
damit sie rechtzeitig kaufen und verkaufen. Und angeblich sehr akkurat sein soll. Mit diesen User-Daten können wir auch sagen, welche User was genau eigentlich morgen wollen. Predictive Analysis. Glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt, den wir in der Zukunft auch sehen werden. Kurzes Video dazu. I used to think my job was all about arrests. Chasing bad guys. Now I see my work differently. We analyze crime data, spot patterns, and figure out where to send patrols. It's helped some U.S. cities cut serious crime by up to 30% by stopping it before it happens. Let's build a smarter planet. Ja, also wenn Sie keinen Chief Data Officer haben, dann haben Sie ein Problem. Also das ist ganz klar das, was wir natürlich hier brauchen. Wir brauchen jemanden, der diesen Wust von Daten, man kann ja auch nicht mit dem Erdöl, mit dem Auto fahren. Man muss das erstmal auseinander dividieren und in Benzin umwechseln. Wir brauchen Real-Time Sentiments. Das ist, glaube ich, ein Driver von Commerce. Wenn wir die besser hätten, könnte es wesentlich besser funktionieren, weil wir natürlich auch jetzt in einer Gesellschaft leben, die eigentlich genug von diesem hat. Wir haben genug Informationen, wir haben genug Daten, wir haben 8 Millionen Songs verfügbar. Auf Spotify. Wir haben 500.000 Filme verfügbar. Wir können alles überall kaufen, zumindest hier. Jetzt geht es darum, warum wir das tun. Ist es interessant? Passt es zu uns? Ist es relevant? Also die Experience Society geht darum, ein Fenster zu finden in den Bedarf, in die Relevanz von dem potenziellen Käufer. Und da sicherlich auch eine Frage von Lykonomics, ja? Wie genau, warum kaufe ich dieses Auto und nicht das Auto? Ich glaube, dass es darum geht, eben diese Experience Society auch im Verkauf einzubinden. Und das haben wir ja viel gesehen bei den Beispielen auch schon. Ganz klar, dass es in diese Richtung geht. Beim Film zum Beispiel, wenn Sie den Film sehen, Life of Pi, haben Sie vielleicht schon gesehen. Der wurde in Paris aufgeführt mit einer Aufführung in einem Kino, wo tatsächlich ein großes Wasserbecken aufgeschüttet wurde und man konnte den Film in einem Boot gucken. Es war bestimmt unheimlich billig, das Ticket, kann ich mir vorstellen, aber diese Experience und das wirkliche Eintauchen, jetzt, das wird immer wichtiger. Ich glaube, wir müssen uns schon vorstellen, dass unser Shopping, unser Retail auch davon beeinflusst wird, wie genau wir eingetaucht sind. Den Film sollten Sie sich übrigens ansehen, das ist sehr interessant. Es geht darum, Produkte und auch Firmen und Marken wirklich anfassbar zu machen. Es geht nicht darum, mehr Algorithmen zu entwickeln, dass wir schneller mehr kaufen, was wir nicht brauchen. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, glaube ich, auch für die Zukunft des Kaufen und Verkaufs. Wenn wir zum Beispiel diese App nehmen, Waze, Sie kennen vielleicht Waze. Waze ist eine App, die Crowdsourcing betreibt für Karten, für Mapping. Alle Karten auf Waze sind von Usern selber interaktiv zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich fahre und sage, hier ist eine Radarfalle. Hier kann man nicht weiterfahren. Und diese Real-Life-Daten, die erzeugen eine Customized Map, die mir absolut erlaubt, die größten Staus und so weiter zu umfahren oder auch Dinge zu finden, die in der Nähe sind. Diese Firma wird gerade von Apple akquiriert, glaube ich. Da geht es um diese ganze Mischung von Dingen, die ich bereits besprochen habe. Früher diese Idee von Freemium, also Gratis-Service und Premiums, Location, Real-Time. Und wie die ihr Geld verdienen, ist auch sehr interessant. Die User kriegen Coupons für Dinge, die um sie herum sind, wie zum Beispiel Gasstations oder Cafés. Das, glaube ich, sehen wir also auch als Trend in der Zukunft. Und da, glaube ich, können wir ganz klar festhalten, wenn wir das mal zusammenführen, so insgesamt, ist für normalen Retail, also für Läden, ist das Internet der Frenemy, der Friend und Enemy, die Kombination der beiden. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Für einige ist es der Tod, Buchläden zum Beispiel. Nicht für alle, aber für einige. Für andere wiederum, wie zum Beispiel Prada oder Gucci, könnte man sagen, dass die Atmosphäre im Laden immer noch das Beste ist, was Leute, die dort kaufen wollen, brauchen. Aber ich glaube, die Kombination der zwei, wie man hier diesen ganzen Graph sieht, zum Beispiel ganz klar, dass ich meine, Shoppen online bei Country explodiert und diese ganze Möglichkeit von virtueller Interaktion im Laden. Ich glaube nicht, dass wir eindeutig sagen können, dass das Internet ein Feind des Ladens ist. Mit einigen Ausnahmen. Also dieser Frenemy, der wird sich, glaube ich, in der Zukunft noch sehr entfalten. Zum Beispiel die Integration, das Blending von On- und Offline, wie ein paar Slides hier von J. Walter Thompson ganz gut zeigen. Human-Centered Technology, Touchscreens, Emotion Recognition, alles in Läden. Objects, Connected Objects, Click and Collect Shopping, diese ganzen Dinge kennen Sie ja wahrscheinlich auch schon.
Tesco, virtueller Shop in Korea, wo sie einfach das mit dem Handy einscannen und sich nach Hause schicken lassen. Die Frage ist, ob wir kreativ genug sind, dieses Frenemy-Situation, diese auszuhalten und neue Dinge zu erfinden, die darauf basieren, auf diesem Blending von Real Life und Meat Space, was man als Meat Space bezeichnet, also in diverser Hinsicht, zu überlegen, ob das, wie das funktioniert und wie genau das stattfinden könnte. Zukunftsperspektiven, solche Personalisierung der Beratung, wie diese App, die für Shop Assistants da ist, wo sie die Daten der Einkäufer sehen können, wenn sie zur Verfügung gestellt werden. Solche Dinge werden dramatisch auch die Läden verbessern und verändern. Und ich glaube, darin liegt auch wirklich eine gute Chance. Die Chance auch, die wir sehen, die Herausforderung ist, diese Geschwindigkeit beizubehalten. Wenn Sie sich anschauen, was in den letzten 3 Jahren nur passiert ist, wie viel mehr Dinge täglich auf uns eintreffen. Ich glaube, ich habe neulich gelesen, dass der durchschnittliche Mensch in London jeden Tag über 2750 Marketing-Messages empfängt und über 800 Mal aufgezeichnet wird auf Video von Kameras. Ich glaube, dass dieser Need for Speed eigentlich dazu führt, dass wir sagen, wir können nicht mehr alles intern erfinden. Wir können auch nicht mehr da wachsen, indem wir einfach mehr arbeiten oder mehr selber schöpfen. Das sieht man im Pharma-Business, sieht man beim Banking, das sieht man in der Musikbranche, sieht man eigentlich überall. Es geht darum, der Need for Speed erzeugt die Gründung, die mehr offen zu sein, mehr vernetzt zu sein. Ein paar Beispiele dazu. American Express, das Open Forum, die erfolgreichste Plattform für die Diskussion von Geld auf dem Internet. Was American Express geschaffen hat, ist diese ganze Anbindung mit Facebook und so weiter, also komplett offen zu sein, Sony mit dem One Planet, Lufthansa mit der Cargo Challenge, Kraft mit der Collaboration Kitchen, Open Innovation bei Daimler, Solar Project on the Internet. Ganz wichtiger Punkt von Timothy O'Reilly, ein Verlagsmensch aus Amerika, ein Publisher, der sagt, open and closed are at the great dance, always have been. Openness is where innovation happens, closedness is where value is captured. Und hier liegt ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir können nicht schnell genug sein, wenn wir nicht offen sind auch für neue Dinge und neue Rollen und auch vernetzt sind und auch etwas geben dafür. Wir können aber auch nicht unbedingt daraus ein Geschäftsmodell machen, in dem wir immer offen und gratis sind. Das heißt, wir müssen früher oder später auch gucken, wie wir vielleicht eine Art von Closedness erreichen, so wie Google, um das System umzuwandeln in einen Benefit. Also geht es auch nicht um schwarz oder weiß. Aber die Vernetzung und die Öffnung, glaube ich, ist ein Driver davon. Wir können ganz sicherlich sagen, dass diese Art von Welt, wo große Firmen unter ihrer Glocke happy leben, siehe Apple, nicht unsere Zukunft ist. Schnell und geschlossen ist meines Erachtens Mission Impossible. Und ich glaube, dass wir das Research hier nehmen können von Strategy One und GE, die gesagt haben, der Hauptgrund, dass man nicht kollaboriert mit anderen Firmen, ist der Lack of Protection of Intellectual Property and Confidentiality. Mit anderen Worten, es ist wichtiger, dass es mir gehört, als schnell zu sein. Das ist tödlich. Ich glaube nicht, dass es in der Zukunft wirklich darum geht, zu sagen, entweder ist es meines oder ich mache nichts. Wir müssen viel mehr hyperkollaborativ sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft von E-Commerce. Offene APIs zum Beispiel. Tesco hat offene APIs, die ganzen Zulieferer, die Daten sehen können, remotely. Der Guardian, National Public Radio, das ist der Motor von Social Commerce. Natürlich auch ein Reizthema zu sagen, welche Daten geben Sie weg und warum? Wer kann was sehen? Wer hat welche Autorität? Das ist ein Thema, glaube ich, was man lang diskutieren muss. Also das Thema Big Data wollte ich kurz darauf eingehen und dann nehmen wir ein paar Fragen. Ich glaube, Big Data ist eine Goldgrube für die Zukunft von Shopping. Ich glaube primär, dass es eine Goldgrube ist. Es kann auch ein Minenfeld sein. Aber ich glaube, wenn wir daran rangehen und sagen, okay, es ist ganz klar, dass wir sagen, Data is the new oil, was genau bedeutet, dass Big Data wird zum Motor für jedes Verkaufen. Ich muss wissen, wer der Kunde ist, was er will, was er gerne hat, wie ich ihn delighten kann, wie das der Slide hier von IBM zeigt. Real-Time Analysis, das beinhaltet eine ganze Menge Struktur, die wir vielleicht so ein bisschen haben, aber wirklich noch aufbauen müssen. Und ich glaube, das ist ein Business, ich glaube, die Ölindustrie heute ist 7,8 Trillionen im Jahr.
dass dieses neue Datenbusiness durchaus in diese Größenordnung hineingehen wird. Von Savings und Efficiency, aber auch eben von neuen Arten von Verkaufen. Dass wir ganz klar in dieser Welt von Daten, in der wir jetzt notwendigerweise leben, sagen, dieser Slide zum Beispiel zeigt ganz klar das Value Potential Index, wie viel Value da drin ist, die Daten richtig auszuschöpfen. Sehen Sie ganz oben hier, Transportation, Real Estate, Management, Wholesale Trade, Healthcare, Computers, Product Information, Finance, Insurance. Der Wert von Daten, die Verfügbarkeit, wird uns die nächsten paar Jahre radikal beschäftigen. Die European Commission hat bereits das gesagt, habe ich eben schon erwähnt, dass diese Cloud Intelligence jetzt von zentraler Bedeutung wird. Also wirklich Intelligence, nicht nur einfach ein Algorithmus. Ich rede nicht von Cloud oder Peer Index, sondern wir leben in dieser Zeit von Big Data Transformation. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den wir einbeziehen müssen in unsere Geschäftsmodelle und was genau das bedeutet. Also kurz Zusammenfassung und dann hätte ich gerne ein paar Fragen von Ihnen. Ich glaube, dass wir uns persönlich in ein ganz neues Shopping- und Commerce-Ökosystem bewegen. Ganz neu heißt auf einmal, wenn 5 Milliarden Menschen vernetzt sind und in einer Kostenstruktur, die sich wirklich aushalten lässt für sie, mit billigen Geräten und schnell, das ändert unser ganzes Sozialverhalten, das Verhalten von Silos, in dem wir uns bisher befunden haben. Shopping wird konvergent, datenzentriert, real-time, social natürlich, mobile, local, flüssig und experience. Und darin besteht enorme Chancen, glaube ich, auch für Development, für Investment, für Trends, die wir sehen, die wir auch schon diskutiert haben in den letzten Tagen oder zwei. Wichtiger Punkt, ich nenne das manchmal den Google-Punkt. Google ist sehr gut in diesem Thema. Google schafft es nämlich, beide Dinge gleichzeitig zu machen, nämlich Disruption und Lubrication. Google geht mit Google News an den Start und bringt das ganze Verlagswesen durcheinander, gleichzeitig aber auch erfindet es neue Mechanismen, das nochmal neu zu schmieren. Wir sehen also Google in dieser Doppelrolle von offensiver Innovation, Disruption und Lubrication. Ich kann Ihnen aber sagen, glaube ich persönlich denke, wenn das, was Sie starten, nichts unterbricht, dann ist es wahrscheinlich auch nichts wert. Weil in dem Moment, wo es unterbrochen wird und wo neuer Wert geschaffen wird, da wird auch Lubrication, also Schmierung stattfinden, sozusagen eines Prozesses, der vorher nicht gut genug war. Beispiel mit Amazon, die gesagt haben, wir wollen jetzt Filme vertreiben, die auf einmal gesagt haben, okay, ab heute gibt es 6.000 Filme umsonst für dich zum Ansehen auf dem Internet. Streaming on demand. Leider nur in Amerika. Protected und so weiter. Oder Nest, der Connected Thermostat oder Dropbox. Disruption and Lubrication. Ich glaube, das ist so ein Leitspruch, den wir für Investment einfach sehen können. Wir können auch sehen, glaube ich, ganz klar, dass der persönliche Kontakt zwischen Brands und zwischen Anbietern und zwischen Produkten auch trotz Technologie immer wichtiger wird. Denn im Endeffekt kaufen wir nicht von Maschinen, sondern wir kaufen, weil wir eine Emotional Connection haben. Und ich glaube, da wird es auch hingehen, dass die meiste Technologie humanisiert werden muss. Wichtiger Punkt, den ich hier von Alex Tibbetts von Nordstrom gelernt habe, das ist, glaube ich, in der Future of Commerce geht es nicht so sehr um das Produkt, also um uns, sondern es geht mehr um den Kunden. Und das ist eine radikale Verschiebung von Power. Es ging eigentlich nämlich immer um uns im Endeffekt. Was genau hatten wir vor mit diesem Produkt? Wie wollten wir verkaufen? Was war unser Plan? Jetzt geht es wirklich mehr um den Kunden. Ich glaube, dass die Zukunft von Commerce mit einem Satz gesagt sich so zusammenlesen lässt, dass wir sagen, früher waren wir eigentlich in diesem Bereich, wo wir kontrollieren und besitzen konnten. Wir brauchten ja Vertrieb, wir brauchten physische Struktur, wir brauchten Investment. So wie, sagen wir, Kabelfernsehen, gleiches Problem. Heute ist es, dass wir sagen, wir müssen unabdingbar sein. Da ist ein großer Unterschied. Ich glaube, die Zukunft vom Verkaufen ist, wenn wir unabdingbar sind, siehe Amazon, wenn wir Infrastruktur sind, siehe Facebook, wenn wir einfach ein Teil des Setups sind, dann werden wir unabdingbar. Das heißt, in dem Moment haben wir es erreicht, wirklich ein Standard zu werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema zum Thema Verkaufen. Neues Storytelling, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, Sie kennen Red Bull, aber ich glaube, alle Brands müssen in dem Zusammenhang überlegen, wer sie eigentlich sind. Welche Story haben sie? Warum sollte ich jemand liken oder von jemandem kaufen, der keine Story hat? Noch zwei kurze Punkte und dann ein paar Fragen. Ich glaube, dass wir auch sehen müssen, dass wir ganz klar einen Trend zum Thema Detoxing und Detacking haben.
der wird sich auch verstärken in den nächsten paar Jahren, wo Leute sagen, wir wollen eigentlich auch mal nicht connected sein. Jetzt ist quasi offline ist der neue Luxus. Ja, das kann man schon zwischen uns, glaube ich, beobachten. Marshall McLuhan sagt dazu, we shape our tools and thereafter our tools shape us. Und da müssen wir sicherlich auch drauf aufpassen. Ich glaube, wenn wir so weit kommen, dass wir Dinge tun, nur weil sie sich besser verkaufen, dann haben wir ein Problem, nämlich, dass wir nachher nichts verkaufen werden. Weil genau das dann stattfindet mit unseren Konsumenten. Okay, kurz zusammenfassen. Wir bewegen uns immer schneller in ein neues Ökosystem. Und deswegen müssen wir aus den Silos raus, die wir geschaffen haben, mit dem, was wir sind und wie wir es tun. Es gibt wenig Rezepte. Ich glaube, Innovation ist jetzt immer real time, real place, real people. Das macht die Sache auch ein bisschen schwieriger natürlich, weil es eben nicht mehr so modellgetrieben ist. Es geht um Disruption. Angebote, die meines Erachtens nur digital überhaupt funktionieren könnten, sind in meinem Begriff eigentlich das Beste. Dinge, die mit dem funktionieren, was jetzt gerade da ist. Market Maker killed Market Waiter. Was ganz Undeutsches zu sagen natürlich, Speed over Perfection. Ich meine, wenn Sie Flugzeugmotoren machen, wollen Sie perfekt sein. Aber wenn Sie Shopping umbauen wollen, können Sie auch mal imperfekt sein. Fail fast, fail cheap. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, was wir noch angehen müssen. Big Data ist das nächste Mobile. Mobile First ist ja jetzt schon Steinzeit sozusagen, das ist ganz klar. Aber jetzt kommt Big Data. Die Humanisierung von neuen Technologien ist der Schlüssel. Wir wollen keine neuen Technologien, die uns dazu bringen, dass wir Frank und Robot sind, wenn Sie den Film kennen. Und ich denke, dass in dieser Digital Native Mischung von Online und Offline, dieser Konvergenz, dass da extrem virale Geschäftsmodelle möglich sind. Und das hat man ja auch schon gesehen, dass wir viele von denen jetzt auch jetzt gerade schon sehen. Früher oder später, denke ich, wird Aufmerksamkeit wichtiger als Vertrieb. Da müssen wir uns darauf einstellen, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo die Musikbranche jetzt ist, dass man eben sagt, okay, klar können wir alle Songs haben, aber welchen wollen wir? Das ist die Kernfrage. Open AMAP as much as possible ist die Zukunft. Also nicht open, closed, einfach entweder oder, sondern open as much as possible, weil daher kommt meines Erachtens auch die Geschwindigkeit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das war jetzt sehr viel am Ende des Tages. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Brainspace für Fragen. Ansonsten, die Gold Cloud wartet auf Sie. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, herzlichen Dank, Herr Leonhard, für diesen wirklich fulminanten Abschluss auch des Vortragsprogramms. Ich habe wirklich eine Reise durch extrem viele Themen und trotzdem auch sehr differenziert. Das hat mir besonders gut gefallen. Fragen? Tatsächlich. Einwände. Gibt es Einwände? Ja, auch das Einwände. Es waren ja einige Assumptions jetzt hier dabei, die hätte man nicht alle vielleicht in jedem Punkt hier. Das ist die Schwierigkeit, glaube ich, für jeden Einzelnen jetzt hier, man sieht es förmlich, wie man jetzt versucht zu verarbeiten, die vielen Informationen, die hier aus unterschiedlichen Richtungen hier auch kamen. Vielleicht die erste Frage. Sie haben die erste Frage? Erschlagen. Eine Frage vielleicht doch, weil Sie ja auch mehrfach jetzt auf die Musikindustrie hier angespielt haben. Wenn wir jetzt die Parallelen anschauen, was kann denn der Handel, was kann der stationäre Handel von der Musikindustrie lernen? Von den Negativerfahrungen, die, wenn wir die minus 72% nicht sehen wollen. Also Sie müssen immer nur genau das Gegenteil machen, dann sind Sie wahrscheinlich schon richtig. Ich glaube, dass die Musikindustrie einmalig in dem Versagen ihrer Response ist zu diesem Wechsel, weil es auch halt nur 4 Leute waren, die es untereinander im Golfclub beschlossen haben, was sie nicht machen wollen. Ich glaube, die Tatsache, dass man ein bisschen vorausschaut und sagt, das wird definitiv so stattfinden, dass man diese Realität akzeptiert, das ist ein wichtiger Punkt. Das war vor 10 Jahren klar, dass Musik in die Wolke geht, dass Musik zum Service wird. Das war so klar, als ob sie sagen, man kann zum Mond fliegen. Wir waren ja schon mal da. Also das kann man nicht in Frage stellen. Also wenn, glaube ich, jetzt, wenn Sie schauen, wie das in 5 Jahren aussieht, rückwärts arbeiten, dann haben Sie einfach bestimmte Szenarien, die unvermeidbar sind. Das war ja bei Verlagen auch nicht unähnlich. Wir wussten ja, dass früher Leute nicht mehr Papier kaufen werden. Es war nur wann, nicht, aber nicht ob.
Sie sind ja viel auch international unterwegs und ich glaube, so der Handel ist ja auch auf der Suche, kenne ich aus den Diskussionen, viel voraus nach dem, wo sind die Best Practice, wo sind die Unternehmen, wo sind so Leuchttürme, auch wenn wir sagen, gut, das ist jetzt nichts, was man global, das haben Sie ja auch, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht, dass Sie jetzt keine globalen Erfolgsmodelle sind. Aber nennen Sie vielleicht mal 2, 3 Unternehmen, von denen wir sagen, wow, da können wir nachher, wenn wir alles haben sacken lassen, was uns der Leonard dann erzählt hat und dann Sonntagabend, wenn wir wieder aufnahmefähig sind, da schauen wir uns nochmal im Internet dann nochmal 2, 3 Cases an. Also es gibt natürlich viele Beispiele da, aber interessant ist, was Ducati macht zum Beispiel, diese Marke, wie sie komplett die Erfahrung des Motorradfahrens virtualisieren, sodass ich in diesen Trichter hineingezogen werde und früher oder später einfach zum Laden hingehe und das Ding fahre, wenn ich mich dafür interessiere. Ja. Und auch diese Gamification, wie ich zum Beispiel, wie ich diese App runterladen kann und ich kann das virtuell nachvollziehen, mich wie ein Magnet anzieht. Ja. Audi tut auch Ähnliches zum Beispiel mit der Werbung. Da gibt es viele gute Beispiele und ich glaube, dass Tesco zum Beispiel, eine der größten Ketten der Welt, auch das begriffen hat, dass es darum geht, eben komplett neu zu finden, was ein Shop ist. Ja, wie zum Beispiel in Korea, was ja zum Beispiel in der Schweiz oder hier nicht, niemals funktionieren würde. Wir würden ja nicht vor der Wand stehen und da einkaufen, die meisten von uns nicht. Aber trotzdem das ganz neu zu erfinden und darzustellen. Ich glaube, da geht es nicht so sehr darum, jetzt irgendwie so ein Holy Grail zu finden, ja, so ein Zauberstab. Ja. Die Dinge sind ja offensichtlich eigentlich, aber diese Trends wirklich hineinzunehmen und zu sagen, wie das Schiff am Anfang, ja, wie das Navy-Schiff, zu sagen, wenn man nämlich glaubt, dass es so ist, dann muss man früher oder später sagen, fällt man gegen die Insel. Ja. Und das, glaube ich, das beeinflusst viele Entscheidungen, auch zu investieren oder was nicht zu tun und solche Dinge. Dankeschön. Letzte Gelegenheit hier ans Publikum, eine Frage an Herrn Leonard zu richten. Nein, das war auch nur ein Kratzen. Ja, Leonard, ich darf. Oh ja, da kommt. Okay. Ja, vielleicht, wenn Sie die Frage noch mal ganz kurz wiederholen können. Damit Aufmerksamkeit schlägt Vertrieb, haben Sie gesagt, gell? Aber, früher oder später. Genau, ich glaube das ja auch. Jetzt braucht man aber auch Produkt, was Aufmerksamkeit verspricht, zum Beispiel. Ja. Ja. Und das ist ja die Schnittstelle, ne, zwischen denen, die Produkte haben, die Aufmerksamkeit versprechen können, und denen, die sie bräuchten. Und da ist es doch ein Problem der Kommunikation oft, oder? Ganz sicher. Ich meine, für Red Bull ist das relativ einfach. Das war einfach. Diese Story zu entwickeln. Ja. Also für einen Klopapierhersteller wäre das schwieriger natürlich. Ging aber auch. Oder das sagen Sie doch damit, oder? Ja, also ich glaube schon, dass natürlich auch manche Produkte überhaupt nur um Vertrieb gehen. Aber Sony hat bereits schon vor 5 Jahren gesagt, oder vor 4 Jahren, Sony does not make products. Sony makes a service. Natürlich macht Sony Produkte, aber Leute kaufen diese Produkte, weil sie in bestimmten Glauben, und das hat, was es tut. Man kauft die Connection eigentlich mehr als das Produkt. Das Produkt ist die Konsequenz davon. Das ist nicht für alle Marken gleichgültig natürlich. Ich meine, ganz klar, dass bestimmte Marken da keine gleiche Connection haben. Aber ich glaube, dass der Schlüssel zum Verkaufen nach wie vor, das sieht man jetzt ja auch bei dem ganzen Research, das kommt immer auf einen Punkt zurück, nämlich Word of Mouth, Brand Positioning, Likeonomics, und die werden durch das Netz noch verstärkt. Die sind nicht radikal neu, aber sie sind halt extremer. Und glaube ich, da liegen ganz neue Möglichkeiten auch für diese Art von Shopping, die wir da anbinden können. Ja, weitere Fragen? Eine Frage, Sie wollen noch eine? Herr Haupt will noch? Eine haben wir noch. Hallo? Einmal weg vom Kommas. Was bedeutet das eigentlich dann für unsere Politik, für die Demokratie, wenn das alles so weitergeht? Alles ist connected, alles ist verbunden. Leute tauschen sich aus, kritisieren. Also wie soll das gehen? Die Schweiz hat meines Erachtens da eben schon jetzt auch wieder eine Lösung für gefunden. Seit Jahren durch die Mitstimmung oder Mitbestimmung der Menschen. Sehr gute Frage. Also ich meine, wie ich am Anfang schon sagte, ich glaube, dass the end of lying wird natürlich viele Politiker direkt mal disqualifizieren. aber ich glaube, es führt dazu, wie Marshall McLuhan schon in den 70ern gesagt hat, the global village is a world of chaos and discussion. Ja, also ich glaube, es führt dazu, dass wir quasi diese Themen nicht mehr unter den Teppich kehren können, dass wir alle nach oben kommen. Das heißt, es führt auch zu mehr Chaos, wie man jetzt ja in Europa sieht. Und zu einer wichtigen Frage, entweder ist es wirklich gemeinsam oder ist es wirklich nicht gemeinsam?
Es gibt ein tolles Sprichwort dazu, ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. Und das ist das, was wir jetzt in der Demokratie sehen. Klar geht es schneller alleine, aber was wir wirklich erreichen wollen, glaube ich, ist, muss tiefer gehen. Und ich glaube, das Netz hilft uns dabei, das aufs Tapet zu bringen, aber es macht die Sache natürlich auch ein bisschen schwieriger. Eine letzte Frage lassen wir noch zu. Herr Wind hat nämlich schon das Mikrofon hier in der Hand. Okay. Gut, ich denke, Sie haben uns extrem viel Anregung gegeben, Herr Leonhard. Viele, viele, viele Impulse jetzt hier auch sehen, über die man, glaube ich, auch manchmal das eine oder andere noch wirklich in Ruhe nachdenken kann. Insbesondere, was heißt das für das eigene Business? Dieses Spagat letztlich zwischen Personen, die wir vor Ort haben, der Hochtechnologie, die Geschwindigkeiten auf der einen Seite, aber dann eben auch das Fehlen von diesen ganz klaren Erfolgsmustern, die wir über alles stülpen können. Also das ist, glaube ich, riesig spannend für uns alle. Und ich denke, da werden wir hoffentlich übers Wochenende noch auf die eine oder andere gute Idee kommen, auf die Sie uns dann geholfen haben. Und dann werden wir Sie dann auch wissen lassen. Wir bleiben hier verdrahtet, vernetzt. Gut. Herzlich bedanken. Dankeschön.